Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder um ein Herbstthema. Ich habe ja bereits letztes Jahr einen Kreativ-Espresso für den Herbst gedreht und der kam allerdings erst im November oder so raus und einige von euch meinten, das sei schon fast ein bisschen zu spät, um Blätter noch zu sammeln. Und daher habe ich mich diesmal gleich 1, 2, 3 Tage direkt nach dem Herbstanfang hingesetzt und diesen Espresso gedreht. Ich war auch gerade schon draußen, es windet ziemlich und ist so richtig schönes Herbstwetter und ich habe ein paar Blätter gesammelt bei uns im Garten und mich dabei so richtig schön wieder in diese Schönheit vertieft. Als ich neulich so ein gepresstes Blatt angeschaut habe, habe ich gedacht, wow, so ein schönes Gebilde. So ein schönes Stück Leben, da steckt so viel drin, so viel ist damit möglich. Man kann so in diese Strukturen eintauchen und damit spielen, daraus etwas erschaffen, die weiterführen, ja, oder ein bisschen aufbrechen und verfremden. Und deswegen geht es in meinem neuen Espresso um die Strukturen der Blätter und das, was wir damit machen können. Also als erstes Blätter sammeln. Ja, ohne Blätter funktioniert das nicht. Wenn ihr also irgendwann mal Lust habt, spazieren zu gehen, nehmt euch ein Buch mit, geht auch ein kleineres, und dann tut ihr alle gesammelten Blätter in das Buch hinein. Ich habe sonst so ein kleines mit so einem Gummiband mit, wo ich die Blätter unterwegs auch reinpacken kann. So, da sind sie jetzt drin. Die lege ich jetzt zur Seite. Die könnt ihr ungefähr 2, 3 Wochen einfach in Ruhe lassen und dann rausnehmen und dann geht's los. Doch jetzt erzähle ich euch erstmal, was genau wir mit den Blättern machen in diesem Espresso. Die Idee entstand, als ich mich in ein Blatt vertieft habe und das einfach bestaunt und angeschaut habe. Und ich hatte plötzlich den Gedanken, so ein Blatt mal auf den Scanner zu legen. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr einen Flachbett-Scanner habt zu Hause oder sowas wie einen Schwarz-Weiß-Kopierer. Wenn ihr das nicht habt, habe ich für euch eine PDF vorbereitet, die könnt ihr auf Ulrike Hirsch TV downloaden und dann einfach damit spielen. Jedenfalls entstand nach meinem Scan-Experiment dieser Ausdruck. Das ist ein Blatt, das ist in Natura viel kleiner. Ich habe es einfach auf den Scanner gelegt, am Computer ein bisschen bearbeitet, ein bisschen heller gemacht und dann ausgedruckt. Und jetzt habe ich hier so ein ganz normales A4-Blatt aus dem Drucker mit diesem Blatt drauf. Und damit kann ich dann was machen. Ich habe mir dieses Blatt ganz genau angeschaut und wahrgenommen, was alles in diesem Blatt noch möglich ist, was für unsere Augen jetzt nicht sichtbar ist. Und habe das drauf gezeichnet, drauf gezaubert. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich bin in den letzten Tagen ganz viel am Kritzeln mit diesen ausgedruckten Blättern. Habe da auch eine schöne Vielfalt vorbereitet und ich freue mich total, wenn ihr da genauso eine Freude dran habt. Aus einem kleinen Blatt vom Baum kann so viel werden, da steckt ein ganzes Universum drin. Ja, schaut euch das mal an. Ich finde das erstaunlich und es ist auch eine schöne Sache, das rauszukitzeln aus diesem Abbild eines Wunderwerks der Natur. Das, was ich in diesem Blatt gesehen habe und was ich gezeichnet habe, ist natürlich eine Möglichkeit oder eine Möglichkeit. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das in ein paar Tagen nochmal mache, dass was ganz anderes rauskommt. Und das ist das Schöne daran. Deswegen gibt es auch diese PDF zum Downloaden. Die könnt ihr euch ja sogar mehrmals ausdrucken und ihr könnt jede Woche was Neues aus dem gleichen Blatt machen. Ihr könnt das gleiche Blatt auch 5-mal ausdrucken und gemeinsam mit Freunden oder mit der Familie euch dran setzen. Ja? Und jeder macht was ganz eigenes aus demselben Blatt, aus der gleichen Grundlage. Das ist total spannend und macht auch ganz viel Freude, das dann miteinander zu teilen. Oder auch selber zu sehen, wie man jede Woche oder alle paar Tage in der Lage ist, aus dem gleichen Blatt was grundsätzlich anderes zu erschaffen. Also wir sind ja so vielfältig, so unerschöpflich, dass wir dazu in der Lage sind. Für dieses Projekt braucht ihr nicht viel. Was ihr braucht, sind Blätter vom Baum. Ja, wenn ihr das selber machen wollt mit dem Einscannen und dem Ausdrucken oder mit dem Kopieren, dann braucht ihr sogar nur die Blätter und irgendwo so ein Gerät, was ihr mal benutzen könnt. Und wenn ihr keine Blätter selber sammeln und ausdrucken wollt oder könnt, dann nutzt gerne die Vorlagen, die ich euch bereitgestellt habe. Und ansonsten braucht ihr nur Zeichenmaterialien, mit denen ihr diese Blätter weiterführen könnt. Dadurch, dass das ganz normales Druckerpapier ist, ja, habe ich jetzt nicht groß mit Wasser gearbeitet. Das ist ja meistens nur 80 oder 90 Gramm schwer und am besten finde ich da wirklich so was wie Tuschestifte geeignet. Ihr kennt ja meine Favoriten, die habe ich euch schon mehrfach vorgestellt. Das sind die Pitt Artist Pens oder auch die von Staedtler, die Pigmentliner. Da habe ich mehrere Größen, mehrere Ausführungen in so einem kleinen Täschchen dabei und nehme mir immer den Stift, der gerade passt. Und ich habe so eine Pappunterlage, das ist eine dicke Pappe, das ist, glaube ich, eine Rückseite mal von einem Aquarellblock gewesen, die ist schon auch ziemlich gut benutzt. Da habe ich zwei so eine Klemmen dran, ja, mit denen mache ich mir dann das Blatt fest, weil es ja doch auch nicht ganz so stabil ist wie so ein richtig schöner fetter Zeichenkarton. Das ist nicht viel, das lässt sich leicht überall mit hinnehmen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Lust auf Farbe habt, in diesen hellen Strukturen, in den leichten Grauwerten auch mit Buntstiften arbeiten. Könnt ihr auch mal ausprobieren oder mit farbigen Markern. Ja? Diese Pitt Artist Pens gibt es ja auch in ganz vielen Farben. Könnt ihr auch mal probieren. Oder ihr geht ganz leicht mit Wasserfarben rein oder mit Wachsstiften, also was auch immer euch einfällt. Probiert das einfach mal aus. Ich finde es extrem reizvoll, weil das ist ja so eine schöne Graupalette und dann einfach nur mit Schwarz-Weiß noch zu arbeiten. Das ist mehr als farbig, finde ich. So sieht das aus, wenn es noch im Graubereich ist. Und so kann das aussehen, wenn dann Schwarz dazukommt. Das ist das, woran ich gerade arbeite. Das macht total viel Spaß. Wie gesagt, es braucht nicht viele Materialien und es ist ein richtig schönes Projekt für die Herbstzeit, finde ich. So ein meditatives sich vertiefen in die Strukturen der Blätter hinein, wenn es draußen regnet und stürmt, einfach einen schönen heißen Tee machen, eine schöne Musik an, ein schönes Hörbuch oder in Gesellschaft sitzen und gemeinsam kritzeln und diese Strukturen zum Leben erwecken und erweitern, verfolgen und damit zaubern. Ihr könnt auch, und das ist eine sehr schöne meditative Sache, einfach nur die Umrisse nachziehen, die ihr auf dem Blatt seht, ja, und die Strukturen, die ihr seht, nachzeichnen. Ihr müsst ja nicht mal irgendwas erweitern oder was ganz Besonderes draus machen, sondern einfach nur das nachziehen. Allein das hat schon einen wunderschönen, meditativen, beruhigenden Effekt. Und für die Mandala-Fans unter euch, ich kann mir vorstellen, dass es da einige gibt, habe ich auch zwei Blattmandalas auf den Scanner gelegt. Auch damit lässt sich wunderbar spielen. So, und jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch ein paar Sachen, die ich gemacht habe mit den Blättern, also einfach so ein paar Zwischendurchaufnahmen, immer während ich dran gesessen habe. Da habe ich manchmal ein paar Sekunden das Handy drauf gehalten und die verschiedenen Zwischenstufen festgehalten für euch. Davon könnt ihr euch inspirieren lassen oder ihr ignoriert es total und macht euer eigenes Ding, auch gut. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Freude dabei, ganz viel staunen über diese Wunder, die in den kleinen Blättern wohnen, und einen richtig schön gemütlich kuscheligen Herbst. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.